So, hier ist hier auch was los. Ich hoffe mal nicht. Ich möchte nicht sterben. Oh mein Gott, wir kommen da tatsächlich hin. Oh. Dankeschön. Kann ich auch direkt beide fressen. Kein Problem. Was sagt der Fernseher? Auch Vögel, okay. Sie haben die Vogeltränke-TV-Auszeichnung freigeschaltet. Was auch immer das ist. Ich weiß es immer noch nicht. Ich so ein Bücherregal verschieben? Das wäre eigentlich auch ganz cool. Aber natürlich geht das nicht. Ich will in die Abstellkammer. Darf ich nicht. Das Spiel lässt mich. Es zeigt mir immer so viele Sachen, aber lässt mich nichts durchführen. Finde ich nicht schön. Na gut, aber hier ist auch einfach nichts. Gut, dann gehen wir wieder. So, machen wir einfach nur, weil wir können die Tür auch noch auf. Knacks. Mein Rechner heult, weil er so viel zu tun damit im Aufnehmen. Es ist ja auch nicht gewohnt, hier Grafik darzustellen. Meistens greift er ja einfach nur irgendeinen Screen ab oder so. Okay, links oder rechts wird wahrscheinlich egal sein, vielleicht. Weil sie in der Mitte treffen. Will ich meine Hand aber nicht für ins Feuer legen. Uah, schnell runter. Okay. Steht der Typ da noch oder wartet er? Sehnsüchtig. Sehnsucht versteckt. Ich hasse Schusswaffen. Ich bin Batman. Na gut, nehmen wir doch mal mit. Ja, es scheint tatsächlich so zu sein, dass es ein Rundgang ist. Hallo, oh, der Shotgun! Warum hast du denn jetzt wieder die Shotgun und ich dich? Okay, super. Das sah voll bequem aus, wie er da gestorben ist. Also, wie er da lag hinterher, natürlich. Na, wie sieht's denn aus? Null! Danke! Kann ich auch darauf verzichten. Nein, nimm bitte, nimm bitte. Danke. Wie sieht's hier wieder aus? Ja, vier, damit krieg ich nur einen platt. Wenn ich gut bin, krieg ich dann noch direkt die Waffe von dem. Weil ich ja noch besser bin, hat die dann auch noch Munition, weil ich befürchte. Ist das Metallschild? Nein. Licht finde ich immer gut. Ich will immer dahin, wo Licht ist. Oh, was ist das denn hier? Ey, es ist doch nicht wahr. Oh. Gut. Warum ist hier alles dicht, Mensch? Ich will nicht, dass hier alles dicht ist. Ey, wo müssen wir denn hin? Ich möchte nicht den richtigen Weg gehen. Sehr ungern. Ah, okay, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Alles klar. Aber los ist ja auch nichts. Gut. Das ist zu. Ich wäre sowieso viel geiler eigentlich bei so einem, ich nenne es einfach mal Horrorspiel. Wenn man dann eher auf Nahkampf angewiesen ist als auf Shooting-Fähigkeiten. Weil man sich da quasi den Viechern, den Wesen einfach Mann gegen Mann stellen muss. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Blöd ist es nur, wenn dann die Gegner doch Schusswaffen haben. Ja, so wie es gerade der Fall ist. Okay, ein großer Raum. Beweismittel. Ups, falsche Taste. Ah, okay. Ein Vogel wahrscheinlich. Ah, da kommen jetzt garantiert gleich wieder Leute, die mich umbringen wollen. Ich finde es auch sehr interessant, dass die Vögel, die wir einsammeln können, immer einen anderen Zustand haben. Den werde ich gleich bestimmt noch brauchen. Aber den lasse ich erstmal da stehen liegen. Ist das die Rose? Nee. Die Hautfarbe passt nicht. Gut. Ich war mir da jetzt nicht sicher. Habe ich schon mal geschossen oder nicht?
Nee, das ist nur ein Blatt Papier. Nur ein Blatt Papier. Keine Sorge. Ich möchte aber jetzt nicht den Vorschlaghammer benutzen müssen, weil dann müsste ich wieder zurück und den holen. Okay, ich weiß, es ist nicht so weit, aber... wie komme ich denn da hin? Mich verarschen? Okay, hier ist ein Schloss. Wow. Okay, kaputt schießen kann man es leider nicht. Ach, kletter doch da eben drüber, ey. Ist doch nicht so schwierig. Kriegst du hin. Kann ich hier noch irgendwas beweismitteltechnisch machen? Hm. Ich bin verwirrt. Gebe ich zu. Sollte hier vielleicht irgendwie ein Schloss hängen oder so? Ich habe mir den Vorschlag haben und schlag dann einfach mal. Schade. Ich verstehe es nicht. Ich muss doch hier hin, oder nicht? Oder kann ich jetzt irgendwie da rein? Mit dem Vorschlaghammer. Das glaube ich eigentlich auch nicht. Okay, ich habe mir jetzt nicht alle Türen genau angeguckt, ob da vielleicht irgendwo doch ein Schloss ist. Ach, guck mal, Heilung. Schön. Nee, hier ist nichts. Och, Menno. Sowas mag ich nicht, wenn ich einfach nur rumlaufe und keine Ahnung habe, was ich tun muss. Tür ich zu. Oh, ich muss gerade meinen Arm kratzen. Ah. Oh, soll ich mit dem Vorschlaghammer irgendwie... Was ist denn hier mein... Ne, die seltenen Bücher wird mit einem Computer gearbeitet. Das könnte rosa sein. Seltene Bücher, okay. Ja, hier rechts. Warebooks, alles klar. Hallo, ist hier jemand? Ist hier irgendwo vielleicht eine Aufschrift oder so? Von wegen, Achtung, hier findest du das, was du suchst. Fände ich schön. Ist auch einfach nur eingepackt. Sie sind ja nicht verleihfähig. Okay, gut, dann scheint es tatsächlich durch den Bogen zu sein. Aber wo? Wow. Jetzt häng ich schon wieder fest. Ach, tatsächlich, okay. Keine weiteren Wegweiser. Hat sich immer ausgeschildert sein irgendwie. Oh Mann. Ah! Das habe ich überhaupt nicht. Kann ich aber auch nicht benutzen. Toll, super. Ah! Da musste doch auch mal jemand sagen. Mein Gott. Wow! Okay. Darf ich das nochmal? Nein. Ich darf es nur einmal verschieben. Aber da kann natürlich die andere Seite auch recht interessant sein, ne? Wenn ich hier zum Beispiel was finde. Wenn ich bei der anderen Seite überhaupt was machen kann. Oh, hallo. Ich möchte eigentlich noch nicht nach unten springen. Oh, ich spring doch mal bitte. Hallo, komm, Thomas. Thomas, tu es. Ui, Knacks, Beinbruch. Aber vielleicht ist da hinten ja auch noch eine Leiter. Das wäre natürlich superb. Aber nein, natürlich nicht. Warum sonst? Ist ja klar. Wie alles, was ich tue. Was liegt da? Ach, das ist... Ey, diese Griffe von Schubladen, ne? Die machen mich total bekloppt. Meine Nase juckt schon wieder. Ich muss gerade mal anders hinsetzen. Oh, ich krieg Rückenschmerzen. Ich hab Rücken. Die 18 Uhr haben wir jetzt. Das heißt, ich nehme jetzt in etwa 1 Stunde 10 auf. Erste Kapitel 10 Minuten. Dieses hier eine Stunde. Okay, ein bisschen rausschneiden muss ich auch noch. Aber vielleicht auch 5 Minuten. Na komm, dann springen wir. Dann gehen wir mal runter. Was kostet die Welt?
ist doch Rosa. Back off, you bastard. Come any closer and I'll rip your head off. Rosa, it's me, Thomas. Oh, he must have clobbered me in the back of the head before taking off. Are you okay? There were these shadowy things standing over you. What? Look, while you're chasing shadows, that jerk tried to kill me. I bit him good, though, right on the hand. Did you get any of the blood sampled? I saw some hit the floor. Yes, sampled and transferred back to the lab. Excellent. Darf ich wieder? Danke. I can patch in through this computer and do a remote analysis. Bingo. DNA from the sample matches DNA taken from the metro station hideout. This is the guy. This is our serial killer X. He killed the policeman, and he's been killing all of the other guys on your case list. What did he want with you? He wanted to know what we knew about the torturer. He made me look it up on the net. He knows the whole MO now. The abduction, torture, suicide thing. Thomas, the torturer is on your case list, and he's the only one whose trail hasn't gone cold since we ran into this serial killer X. X wants the torturer to die. He's hunting him down. Take a look at this. This is Jennifer Alden, reporting from police headquarters. Developments in the case of the torturer serial killer. A retired gym teacher from the city's juvenile rehabilitation program has informed police of contact he had almost 8 years ago with a troubled youth named Carl Anderson, who reported fantasies that matched the torturer's methods exactly. Authorities are now asking the public to inform police if they know of Carl Anderson's whereabouts. Do not approach the suspect, as he should be considered armed and dangerous. Sources within the police department are telling me they are also concerned because their informant can no longer be located. Department spokespersons have refused comment on this latest development. This is Jennifer Alban, reporting for News Channel 5. Carl Anderson. A gym teacher tells the cops on you, and now the teacher can't be found. Okay, Rosa, we have to find the school where this teacher worked. School and city district records are in the basement. Follow me. Hopefully this key will get us where we need to go. Okay, gut. Zeig den Keller. Mikrofilmaufzeichnungen. Ja, jetzt machst du die Tür auf, oder was? Okay, du warst vorher bewusstlos. Das ist aber keine Entschuldigung! Speicherpunkt. Oh, jetzt habe ich ja meinen doofen Vorschlaghammer. Oh, ich meine, Vorschlaghammer sind schon ziemlich geil. Aber nicht hier. Ich krieg das Blocken damit nicht hin. Traurig, traurig. Ah, wo ist denn die Olle schon wieder hingerannt? Ich sehe sie doch nicht mehr. Bleib doch mal stehen. Warum gehen wir nicht zusammen? Okay, damit ich dich nicht beschützen muss. Eigentlich eine ziemlich gute Idee. Wo geht's denn zum Keller? Also natürlich nach unten, aber... Ach, verdammt! Das ist natürlich die, wo kein Munition mehr drin ist. Oh, jetzt komme ich da nicht dran vorbei. So ein... Das ist das ätzend, ey. Lauf! Oh, brech! Ja, nehme ich lieber das... Ah, ich weiß nicht. Ja, komm, nehme das Brecheisen mit. Zum Kämpfen finde ich das auf jeden Fall besser. Führen Sie Rosa nach unten zum Keller. Ja, was weiß ich, wie man da hinkommt. Ist hier wohl ein Schild? Hier. Lost and found. Bla bla bla. Falsch. Bank? Das wird es wohl nicht sein. Warum führt sie mich nicht dahin? Die hat doch bestimmt die Pläne hier. Die sind eigentlich... Ah, okay. Ist leer. Warum muss denn hier alles leer sein, ey? Das ist doch zum Kotzen. Ah, Audiovisual Collection. Das hört sich doch schon mal gut an. Ach, Keller. Aufzug, natürlich. Ah, bin ich doof. Aber wo ist die? Verstehe ich nicht. Egal. Bist du da, Frau?
Oder packt das jetzt gerade rum und sie kommt nie wieder. Das fände ich traurig. Was ist das denn hier für ein Zertifikat? Es ist zu undeutlich. Aber die Frage ist jetzt nur, wie kommen wir jetzt von hier aus in den Keller? Ich weiß es nicht. Hier war hier doch noch ein zweiter Aufzug. Hier ist nur der Getränkeautomat, ja, ich weiß. Wo war denn nochmal der zweite? Da war eben einer mit zwei Türen, war der. Ja, für so, ist okay. Das ist nur Computer. Computer. Kannst du dich einfach mal ruhig sein? Finde ich sehr nett. Ich glaube, hier war ich falsch. Ne, es sind alles nur Türen. Verdammt, ich dachte, das wären Aufzüge, Mann. Boah, was labert ihr die ganze Zeit mit mir? Oder waren hier die Aufzüge? Ich glaube eigentlich nicht, oder? Nein. Oh, verdammt. Okay, Serverraum. Ja gut, ich glaube, ich muss das mal eben rausschneiden, bis ich das gefunden habe, weil ich habe wirklich keine Ahnung, wo das ist. Also, bis später. Aha, okay, ich habe den Spielstand nochmal neu geladen. Und die hing hier fest. Aber die hat die Tür, glaube ich, nicht aufgeschlossen. Lustig. Okay, gut. Es kann weitergehen. Sehr schön. Nee, weil ich habe alles abgesucht und so, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Also gar nichts so. Reading Room. Reading Room. Aber mir fehlen immer noch so viele Items und so. Das finde ich sehr bedauerlich. Wirklich sehr bedauerlich. Also langsam könnte das Kapitel auch mal zu... Doch mal zu Ende gehen. What the hell's that? Sounds like an animal is crawling around up there. Ach, keine Sorge, die habe ich schon des Öfteren gesehen. Das sind bestimmt diese komischen Krabbeltypen da. Ich kann gleich erstmal schön mit meinem Hammer einen überziehen. Das werden die morgen noch spüren. Oh, wieder so ein Matschfleck. Okay. Aber warum? Ich weiß gar nicht, ob diese Metallstücke vielleicht auch an diesen, an Büchern oder so hängen können. Weil dann sieht man die ja nicht so doll. Weil es ja halt nicht diesen Kontrast gibt. Ich dachte, da wäre irgendwas an der Wand lang gekrabbelt. Oh, so eng. Looks like this is where the library suffered the most fire damage. Ja, das hast du sehr gut erkannt. Okay, there should be a stairwell that leads down to the microfiche room. Hey, warum haben die denn so viele Sachen eingebaut, wo es einfach nichts gibt? Aha, ich hab dich gesehen. Gut. Vielleicht doch eine schnellere Waffe, wenn ich jetzt hier noch eine finde, auf die Schnelle. Okay, es bleibt eh nichts anderes übrig, als da lang zu gehen. Na ja, gut, find ich mal eine andere Waffe, Mann. Muss das denn sein? Ah, hier sind wir jetzt. Ah, okay, okay, okay. Ah, quetsch dich doch da durch, Mensch. Auch nichts kann man hier verschieben. Komm her! Komm her! Oder kommt her. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Keine Ahnung. Ei, wo ist er denn? Oh, versteckt er sich auch noch. Oh, ein Rohr? Nein, leider nicht.